Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und heute geht es mal um Lego und zwar die 76238 mit 372 Teilen. Und zwar ist das die Batman-Maske aus der Classic-TV-Serie. Ja, so sieht die Box aus. Ich hoffe, ich bekomme es einigermaßen hier drauf. An der Seite ein Bild von der Maske, hinten drauf auch ein Bild von der Maske und ein paar Bilder von Adam West als Batman in dieser Kultserie, wie ich finde. Die war so dermaßen albern, dass es irgendwie absolut lustig war. Und ja, ich denke mal, jeder, der Batman mag, kennt diese Serie oder hat davon schon mal irgendwas gesehen. Es war wirklich dermaßen blöde, aber es ist Kult. Und demnach habe ich natürlich, weil ich hier Helme sammle, mir das Teil auch gekauft. Wir schauen einmal in die Bauanleitung. Gut, das macht so mehr Sinn, dann sieht man mehr. Achso, wir hatten drei Aufkleber drin. Da haben wir sie, drei Stück. Und ja, hier vorne das einzige Highlight eigentlich. Man hat nochmal zwei Bilder. Und ja, hier anscheinend der Designer. Und dann geht es eigentlich los mit den typischen Bauschritten, nichts Besonderes. Es gab einen Teiletrenner im wundervollen Türkis dazu. Da ist er. Den habe ich jetzt nicht mit an den Tisch geholt. Und dann holen wir mal die Maske ins Bild. Ja, da ist sie. Und was soll ich sagen? Sie ist eigentlich ziemlich cool. Allerdings völlig überteuert, weil die soll 60 Euro kosten. Sorry, ich muss die Kamera noch mal so ein bisschen nachjustieren. 60 Euro, es sind irgendwie 300 noch was Teile. Das ist ein Teilepreis von, wenn ich das richtig gerechnet habe, 16 Cent. Das ist wirklich mal heftig. Und es ist wirklich nicht viel drin in diesem Karton. Es ist schnell gebaut. Es ist am Ende wirklich cool. Es hat eine Funktion, die ich wirklich überragend finde. Im Gegensatz zu allen anderen Helmen, die bisher im Bereich Star Wars, Marvel, Batman erschienen sind. Das zeige ich euch gleich. Man hat hier eine bedruckte Fliese, man hat hier ein bedrucktes Teil, ein aufwendig bedrucktes Teil, weil das ist so ein, ja, ich zeige euch das mal, so ein Teil und das ist wirklich, ja, aufwendig bedruckt, da es über die Kante rüber geht. So, und ich zeige euch jetzt mal, bevor es mir passiert und ich es sowieso offenbare, viele von euch werden es vielleicht schon gesehen haben, ist ja jetzt nicht nagelneu das Set. Eine Sache, die in diesem Set mega cool ist, und zwar achtet drauf, man kann sie abnehmen. Und das ist bisher bei keinem einzigen Helm der Fall gewesen. Und das finde ich wirklich genial. Und auch die Lösung, wie das hier gemacht ist, ist grandios. Man packt diesen Nupsi hier oben auf diese Fliesen, wo so ein kleines Loch in der Mitte ist, setzt es auf und es sitzt wirklich richtig gut fest und kann sich nicht verdrehen. Es sitzt gerade. Also das ist wirklich richtig gut gemacht. Da kann man nicht meckern. Wir gucken uns den Ständer einmal genau an. Den finde ich auch schön designt. In der Mitte hätte ich mir gewünscht, wenn man vielleicht einen schwarzen Technik-Liftarm genutzt hätte. Technik-Liftarme. Und hier nochmal die Fliese. Sieht auch wirklich cool aus. Ich mag dieses alte Batman-Logo aus der Serie wirklich sehr gerne. Ja, Ständer ist okay. Hätte ich mir wirklich bei jedem Helm und jeder Maske gewünscht. Ich hoffe, das Zukünftige, das irgendwann machen werden. Ich weiß nicht, wie das jetzt beim X-Wing-Helm ist. Ich habe noch kein Video angeguckt. Ich möchte das gerne genießen und bauen irgendwann. Und der Mandalorianer wird fest auf dem Ständer sein, gehe ich mal stark von aus. Ja, das ist wirklich richtig stark. Wir gucken jetzt einmal rundum. Das Ding ist wirklich schön designt. Da kann man nichts sagen. Von hinten jetzt kein optisches Highlight, aber ja, dafür von vorne finde ich umso mehr. Weil auch diese Augen sind wirklich richtig cool gemacht. Also es gibt ja viele, die dann in diese Batman-Helme auch noch Gesichter einbauen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich finde das so cool, wie es ist. Für mich war das Teil Pflicht, auch wenn der Preis mit 60 Euro viel zu hoch ist. Ich habe es für 49,95 oder 99 bei Smith Toys mir geholt. Ist auch noch zu verknusen. Ich finde es trotzdem zu teuer für das, was man da bekommt. So, ich habe jetzt nochmal den anderen Batman-Helm dazu geholt. Da haben wir beide. Jetzt muss ich die Kamera wieder justieren, weil sonst die Ohren nicht drauf sind.
Ja, da haben wir beide nebeneinander. Die Maske natürlich nicht abzunehmen, obwohl derselbe Ständer, aber da seht ihr schon, sind Teile fest dran verankert und ja, es geht leider nicht ab. Zu dem Helm habe ich, glaube ich, gar kein Video gemacht, bin ich der Meinung. Ja, ich zeige ihn einfach mal kurz mit, oder? Ich finde ihn auch wirklich gut. Am Anfang dachte ich mir, boah, dann kaufst du dir auf gar keinen Fall. Aber ich finde, wenn man ihn gebaut hat, erstaunlich gut. Auch der ist preislich ziemlich teuer und viele haben auch da gemeckert. Ich muss gestehen, mir gefällt er und ich finde beide jetzt in Verbindung auch wirklich echt schön. Also da bin ich doch recht angetan und könnte mir Schlimmeres vorstellen. Ich finde diese Serie wirklich gelungen. Ich mag diese Helmsammlung. Ich werde sie auch weiter sammeln, egal was da kommt, weil ich es irgendwie cool finde. Ich mag die Dinger. Viele werden jetzt sagen, oh Gott, der kauft jetzt alles, unterstützt Lego bei jedem Mist, den sie produzieren. Ich glaube nicht, dass jeder Mist da kommt, aber es ist halt Batman, es ist Star Wars, es sind leider meine Hauptthemen. Ich hoffe jetzt irgendwann nochmal auf irgendwas Cooles, noch wieder aus dem Marvel-Bereich. So zum Beispiel der Helm von Thor oder Iron Man hatten wir schon. Was gibt es denn noch, was man machen könnte? Weiß ich gar nicht. Maske von Hawkeye. Ich weiß nicht, ob das cool aussehen würde. Aber es gibt einige Sachen, die ich ja wirklich gerne haben würde. Und ich mag diese Serie. Es gibt ja auch, ich habe im letzten Video AliExpress gezeigt, viele, die diese Helme auch selber gestalten. Da gibt es einen Tusken Raider, was gab es denn noch? Busch, hier Leia als Busch und viele, viele Varianten, die man sich da holen kann. Ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht auch nochmal irgendwann in die Richtung gehe und die Helmsammlung noch erweitere. Wirklich, wirklich gelungen. Ich kann mich da nicht beklagen. Ja, das war heute ein kleines Lego-Video. Den Lego-Freitag in der Art gibt es ja nicht mehr. Ich werde Lego-Videos jetzt wieder dazwischen schmeißen und so wie früher, weil ich manchmal gar nicht so viele Lego-Sets liegen habe, um jetzt immer einen Lego-Freitag zu machen. Deswegen ja, schmeiße ich das einfach immer dazwischen und gut ist. Demnächst kommt auch wieder ein großes Set. Ich habe endlich Post aus China erhalten. Ja, ich verrate es jetzt noch nicht, aber ihr werdet es definitiv bald sehen. Ich werde die Woche anfangen zu bauen. Und da habe ich mich wirklich ja, sehr gefreut. Ist ein cooles Set. Ich bin sehr gespannt, wie sich das baut. Und lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Denn wir sind für heute durch und die Noppensteinstube sagt Tschüss.